Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. The Hunter, der Jagdsimulator. So. Und jetzt beginnt das große Warten. Das soll ein Weg sein. Rechts von dir. Da, wo wir hochgekommen sind. Ach, der Weg. Okay. Ich habe. Ah, okay. Und da soll er irgendwie auftauchen, meinst du, ja? Ja, irgendwo in der Richtung müsste er kommen. Und das schließt du woraus? Aus deinem Hunter-Mage-Dingsbox? Ja, Dingsbox. Genau. Ich konnte den ja vorhin schon den Ruf hören. Und der kam halt aus der Richtung. Okay. Sei denn, wir haben ihn verscheucht, aber das glaube ich eigentlich nicht. Was war das jetzt nochmal für einer? Ein Weißwedel? Das war ein Weißwedelhirsch-Männchen, also ein Geweihträger. Darf ich ja nicht. Richtig, aber dieser Blöck-Lockrufer oder der Grunz-Lockrufer, der gilt auch für Maultierhirschen. Ah. Maultierhirsche gibt es hier oben auch. Das heißt, wenn ich Grunz oder Blöcke, dann kommt halt so ziemlich alles in der Umgebung, was zu Maultierhirsch, Weißwedelhirsch oder auch Schwarzwedelhirsch gehört. Die gibt es hier aber nicht auf der Insel. Also nur Weißwedelhirsch und Maultierhirsch. Ja, ich habe ja hier also einmal die Dose. Genau. Die kannst du auch gerne mal betätigen. Die hört sich an wie so ein Teddybär, ne? Ja, wie ein sterbender Teddybär. okay, die Dose. Und die hat den gleichen Effekt, oder was? Die hat prinzipiell den gleichen Effekt. Die Dose hört sich an wie ein Weibchen. Und der Grunzlockrufer, die mache ich jetzt nochmal zum Vergleich, ne, der hört sich an wie ein Männchen. Der hört sich an wie ein Vibrator. aber wir brauchen doch Männchen, oder? Ja, die Dose lockt auch Männchen an, nur mit dem Grunzlockrufer hast du, also es gibt da jetzt keine Statistik drüber oder so, aber man sagt, dass man da eine größere Chance hat, auch stärkere Männchen mit anzulocken. Die sind meistens nämlich eher desinteressiert. Die haben mehr Erfahrung, die sind da nicht so ganz einfach anzulocken. Kann auch wohl sein, dass wir diesen Weißwedel hier gar nicht erst angelockt haben. Also, ich sehe nichts und... Ja, wir können auch einfach mal weitergehen. Weil Weißwedelhirsch kannst du eh nicht jagen. Das stimmt. Wir wollen ja für dich auch noch was finden. Vielleicht kommt ja mittlerweile was von hinten angelaufen. Da laufen ab und zu auch mal Ratten rum, ne? Ja, die Ratten laufen auch rum. Die kann man aber nicht erschießen. Ich habe es, glaube ich, mal versucht. Die kann man erschießen. Ah. Das wird aber nicht gewertet. Also ja, das wird quasi gewertet wie ein Schuss in die Luft. Ja. Aber das theoretisch kann man die erschießen. Die sind nur verdammt schnell. Das habe ich ausprobiert und da hat sich dann auch gleich einer beschwert bei mir, dass ich das Spiel nicht ernst nehme. Und der Doc. Dass ich mich nicht... irgendein Zuschauer war das so. Ja. Dass das doch nicht geht. Es gibt Leute, die nehmen das sehr ernst, ne? Ja, es sind auch relativ viele echte Jäger dabei bei dem Spiel. Die ist auch relativ, ja, was ist ernst? Es ist ein Spiel, ne? Und die arbeiten aber tatsächlich auch mit Erfahrung, da dieses Spiel ziemlich nah an der Realität liegt, was dem Jagen anbelangt. Du hast ja letztens noch ein anderes Jagdspiel da gemacht. Das ist ja nun auch mit diesen ganzen Füchse jagen und so, ne? War das? Da bist du durch die Gegend gelaufen? Wie hieß das noch? Das hieß, ich bringe 37 Füchse in einer Sitzung um, glaube ich. So ähnlich ist das. Das war etwas komisch. Ja, also das hat mit dem Richtigen auch nicht wirklich was zu tun. Also hier geht es wirklich um Geduld. Geduld, ein bisschen Glück. So, jetzt war hier hinten. Hinter war noch irgendwo ein Weibchen. Oh, die findet sich auch nicht wieder. Du hast irgendwas Ekliges im Hinterkopf. Ah, ja, Haare. Ja, irgendwas Komisches. Warte mal, ich muss auch nochmal, ich werde auch mal kurz die Ohren auch kontrollieren. Bleib doch mal bitte stehen, ich muss die Ohren kontrollieren. Das ist sehr lustig, dass man da jemanden zum Angucken hat jetzt. Ja. Das war vorher nicht so. Okay, ne? Diese Richtung? Multiplayer habe ich ja noch nie gespielt, deswegen kein Schimmer. So, das Weibchen, was jetzt da hinten kommt, ist aber auch ein Weißwedelhirsch. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stückchen weiter. Ja. Ich habe da nämlich noch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet, jawohl. Ja. Und zwar gibt es ja nicht nur diese Hochsitze hier,
sondern auch andere Geschichten, die man so aufstellen kann. Die habe ich hier so ein bisschen verteilt übers Feld. Schweinespuren, weißwürdige Spuren, noch keine Maultierspuren. Das ist doch typisch. Ja. Also das gestern, wo ich diese Sachen aufgestellt habe, da ist mir einer nach dem anderen über den Weg gelaufen. Ja, ich meine, aber das nervt natürlich dann schon relativ schnell, wenn das ständig, wenn ich das jetzt wirklich ernsthaft spielen würde und dann stören immer da stehen, ich brauche hier eine Lizenz, ich brauche da eine Lizenz. Richtig. Das ist schon geschickt gemacht. Ja gut, ne, dafür kann man es aber bis dahin kostenlos spielen, ne? Ja, klar, das ist ja wie eine Demo, also insofern beschweren braucht man sich nicht. Und wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt, um die EMS zu verdienen, dann kann man sich auch so eine Tageslizenz oder so für andere Tierarten besorgen. Oh, guck mal, hier habe ich einen 3-Fuß-Hochsitz aufgestellt. Da kannst du mal hochklettern. Ist das auch neu oder ist das einfach Multiplayer? Das Ding ist, ja, den hat es, glaube ich, zu deinen ersten Let's Plays noch nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie lange den es gibt. Drei, vier Jahre oder so gibt es den oder vielleicht auch ein bisschen länger. Mit E und nach links kannst du da hochklettern. Bewegen Sie Maus auf eine Option und drücken Sie Maus. Achso. Ja, du musst E gedrückt halten, Maus nach links. Abbauen wirst du den nicht können, weil ich den aufgestellt habe. Also. Moment. Ah, jetzt bin ich oben. Bist du oben drauf. Jetzt kannst du dich da umgucken. Kannst dich auch mal hinstellen. So. Das ist nämlich so ein kleiner Geheimtipp. Man sagt, wenn man da drauf steht, dann erkennt man die Tiere noch weniger. Da ist was. Ja. Da ist was. Weißwedel hier, Schweibchen. Moment, warte. Darfst du wahrscheinlich nicht schießen. Genau. Weißwedelhirsch, weiblich, richtig. Ja, und jetzt werde ich ganz, ganz, ganz zufällig darauf hingewiesen, dass ich das nicht erschießen darf. Das ist ja wieder mal fies. Na gut. Ja. So sieht's aus. Sieht doch schön aus, wie du da oben drauf stehst. Und vor allem, wenn du auf diesen Dingern bist, dann kann ich auch kein Schwein angreifen. Jawohl. Und Bären? Auch nicht. Gut. Die kommen da auch nicht hoch. So, und ich, haben wir da jetzt irgendwas noch im Bereich des Möglichen oder müssen wir noch weiter suchen? Wir gehen einfach noch weiter südlich. Das heißt, ich steige jetzt erstmal wieder ab, ja? Genau, da habe ich auch noch ein bisschen was aufgebaut. Und da gibt es auch, glaube ich, ein bisschen mehr Maultierhirsch. Und inwiefern ist das jetzt wichtig, so ein Dings aufzubauen? Weil es gibt ja Hochsitze, es gibt wohl Stellen, wo das super sinnvoll ist oder wie oder was? Und da kein fester Hochsitz steht oder... Richtig, richtig. Das ist quasi so ein mobiler Hochsitz. Den kann man mitten aufs Feld stellen oder mitten im Wald. Und da hat man halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Höhe, ein bisschen mehr Überblick. Man wird, ja, also da gibt es ein paar Daten zu, ob man da jetzt weniger gut gesehen wird und gerochen wird. Und Geräuschreduzierung, das spielt ja auch so eine Sache. Ne? Es gibt Tiere, die arbeiten hauptsächlich mit den Augen, hauptsächlich mit dem Gehör oder hauptsächlich mit der Nase. Und da gibt es halt dementsprechend Mittel, um das auch noch auszutricksen. Ja? Also man tarnt sich. Was hast du für den Hunter-Score? 206. Ach, das ist das, was da eingeblendet wurde, rechts oben. Ich verstehe. Genau. Ja. Der geht bis, also Maximum in 1500 ein paar kaputte. Also es ist schon ein bisschen was da noch kommen kann. Ja. Und mit dem Hunter-Score, der hat jetzt wieder einen Sinn bekommen. Und zwar kann man sich da so Taschen freischalten. Das heißt, du hast so extra Slots. Jetzt, du hast ja jetzt von 1, 2 hast du die beiden Waffen. 4, 5 hast du jetzt deine Ausrüstung, die du auswählen kannst, ne? Die Schnellstart oder Schnelltasten. Und das geht hoch bis 9. Also da kannst du dir noch 3 weitere freischalten. Und wenn du einen Hunter-Score von 650, glaube ich, erreicht hast, dann kriegst du noch einen zusätzlichen Waffenslot frei. Dann kannst du noch eine Kurzwaffe, also einen Revolver momentan, mit einstecken.
Genau, so ist es jetzt momentan, wie es ist. Es ist ja so, dass man, also bei mir jedenfalls, 4 ist irgendwie, habe ich das Fernglas drauf und dann habe ich noch 5 und 6, da habe ich dann diese komischen Lockrufdinger und den Rest habe ich Ja. irgendwie in der Hosentasche und wenn ich die benutzen will, muss ich die immer erst wieder umstecken. Ne? Richtig. Und Hast du im das Rucksack hast du Lästige. das, ja. Genau. Muss erst im Rucksack rumwühlen, wo es denn geblieben ist. Ja. Jetzt wird es ein bisschen waldig hier. Die Vögel fangen wieder an zu zwitschern. Warum heißt du eigentlich Mungo? Warum ich so heiße? Ah, den Namen habe ich, seitdem ich 12 bin. Und zwar brauchte ich damals, direkt vor uns ist jetzt ein Weißwedelhirschmännchen, brauchte ich damals ein Skip fürs Funken, fürs CB-Funken. Das war damals noch modern, bevor es so Handys gab und so, ne? Ja, Da ja, hat man sich ja. auf größere Distanzen unterhalten. Oh, ich würde sagen, diesen Weißwedel da vor uns, den versuchen wir jetzt mal mit dem Bogen zu erwischen. Wir ist gut. Ja, oder ich. Weil es gibt da jetzt auch noch eine neue Geschichte. Ja, So. genau. Die Leute sollen mal was zum Gucken haben hier. Richtig, wo ist er denn? Direkt vor uns müsste da hinten ist er. Da ist auch noch ein relativ kleiner. 65 bis 95 Kilogramm. Den holen wir uns mal. Ja, jetzt habe ich es auch mal kurz markiert. Und Bums! Ich darf ihn nicht schießen. Welche Überraschung! Machst du den jetzt mit Bogen? Ja, dafür muss ich auch noch ein bisschen näher rankommen. Ich wollte es gerade sagen, Robin Hood. Er ist jetzt 49 Meter von mir entfernt. Da ich ja den Recurve-Bogen habe, ist das ein bisschen sehr weit. Also der ist nicht ganz so durchzugsstark. Was für ein Bogen? Ein Recurve-Bogen, das ist so einer ohne Zieleinrichtung. Ja. Das war eine Wildsau. Das war eine Sau. Also das ist ein anderer Bogen als den ich habe irgendwie. Ich habe ja so ein Richtig, es Dings vom. gibt aktuell drei verschiedene Bögen, beziehungsweise zwei verschiedene Bögen. Ne, drei Bögen gibt es und eine Armbrust gibt es. So, und jetzt muss man gucken. Ich habe nämlich so Leuchtspurpfeile. Der kleine So, Penner, der kommt ja eins, direkt auf uns zu. zwei, drei, Schuss. Aber sowas von. Und jetzt läuft er weg. Läuft er weg. Und dann hast du gesehen, der leuchtet da an der Seite, ne? Ah, jetzt ist er umgefallen. Genau, da ist es am Ende vom Pfeil ist so eine Leuchtdiode dran. Dann Ja, kann das man habe ich die gesehen. leichter Aber was finden. bringt das dann? Ist es dann zum Finden oder wie? Ja, die kann man leichter finden. Okay. Ne? Gerade in so Morgendämmerungszeiten. Oh, Lungenherzschuss, wunderbar. Also wir sind hier gerade momentan in unserer zweiten Episode meines Mini-Let's Plays und haben, also der Mungo hat wieder was erwischt. Also diesen Schnitt müssen wir beibehalten. Ein Tier pro Viertelstunde, das ist ganz schön ordentlich. Ah, ich zeige dir gleich noch was, dann hast du Tiere ohne Ende. Da kommen wir aber zum Schluss hin. Das ist nämlich auch wieder was ganz Neues. Gerade letzte Woche wieder rausgekommen. Und da gibt es Tiere ohne Ende. Wir gehen in den Zoo. Genau. Mit den Knarren. So. Jetzt würde ich sagen, hebst du den mal auf. Ach, und das ist ein kleiner? Der ist noch relativ klein, ja. Du Scheiße, ey. So mittlerer ist das. So, wie hat das nochmal funktioniert? Ich weiß es nicht mehr. Was muss ich tun? Genau, als wenn du eine Spur aufnimmst. Ich glaube, das müsstest du als Gast können. Ich glaube, das geht nicht, weil das habe ich gerade schon probiert. Warte mal. Ich benötige eine Lizenz. Um den aufzunehmen. Offensichtlich. Das ist aber schade. Hilft's was, wenn ich aufstehe? Nö, ne? Nee, nee, nee.